Willkommen zurück, ihr Lieben. Heute mache ich so ein paar Kleinigkeiten fertig. Zumindest mein Plan. Und zwar die Sachen erstmal mit den Ahnengräbern. Und dann muss ich noch zu dem einen Druiden, der sich ja, weiß gar nicht, war der beim Hammerclan, bei den einen Clan eingeschlichen hat, dort einen Ahnenstein zurückgeben. Nee, nicht einen Ahnenstein. So ein Druiden. Druidenstein. Die Ahnensteine brauche ich für die Ahnengräber, genau. Aber erst die Ahnengräber. Und ich hatte ja damals so ein Grab, als ich von Faring über diesen Pass gegangen bin. Da war so ein Grabgedöns. Und der eine Typ wollte mir den nicht geben. Ich glaube, der war der, den man getroffen hat, als man irgendwie auf dem Pfad saß. Und den habe ich zu so einer Hütte gebracht. Mein Plan ist jetzt, diese Hütte zu finden. Also entweder schaffe ich jetzt diesen Weg zu laufen. Ich garantiere für nichts. Ansonsten schneide ich das natürlich ein bisschen, weil ich weiß jetzt nicht, wie lange ich brauche, diese eine Hütte von meinem Anfang zu finden. Ich weiß auch nicht mehr, wie der Dude heißt, ne? Ich habe überhaupt keinen Plan, wie der heißt. Total vergessen. Genau. Aber das würde ich ganz gerne machen. Erstmal die Ahnengräber. Und dafür brauche ich ja von dem einen Typ, der wollte mir den Stein nicht geben. Und das müsste der vielleicht, theoretisch, ganz theoretisch, jetzt ja machen. Weil ich ja den direkten Befehl habe, mich darum zu kümmern. Ich würde das einfach mal so nennen, ne? Ja, hier sieht es nicht so danach aus. Bin ich denn damals gelatscht? Ich bin dem einen halt hinterhergelaufen. Wäre so cool, wenn er sich so Bemerkungen machen würde. In die Karte so reinmalen. Einfach nur so Kleinigkeiten, so kleine Symbolchens. Ja, das würde mir ja schon ausreichen. Ich habe keine Ahnung. Auch nicht gemerkt, ne? Aber ich denke, wenn ich das dann jemals finde, ich glaube, da so hoch oder so vielleicht. Ah ja, doch, 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 hier sind Wollbisons. Das ist, glaube ich, ganz gut, weil ich weiß, dass ich damals ein paar Probleme mit diesen Wollbisons hatte. Wieso liegen hier tote Orks? Ich glaube, ich muss da hoch. Ich habe überhaupt keinen Plan. Ich gucke jetzt einmal da oben. Ansonsten würde ich schneien, weil ich glaube, es könnte sich vielleicht etwas hinziehen. Ihr kennt doch meine Orientierung. Die existiert nicht. Nicht bei solchen Sachen, also nicht hier. Hey, ich habe jetzt keine Zeit und keine Lust. Ich bin hier auf einem anderen Ende. Hier ist ja auch unschneeig. So würde ich das jetzt einfach mal nennen. Also ich bin quasi jetzt einmal hier hochgelaufen. Das war nicht ganz so richtig. Da hoch? Ja, da bin ich ja immer gerade im Kreis gelatscht. Kann man im Kreis laufen? Scheinbar. Dann unten lang. Ach du Kacke. Ja. Ich finde das schon auch wieder. Und ich hoffe, da der Typ hat dann diesen Ahnenstein. Er wollte mir irgendwas nicht geben, hat mich da aber auch zugelabert. Mit irgendwas, was auch immer das nochmal war. Ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt auch gefühlt schon 500 Folgen her. Nicht 500, aber so ungefähr. Ah, eine Brücke. Ich bin bestimmt über eine Brücke. Da oben vielleicht. Ich bin auf jeden Fall irgendwo dann hoch. Aber hier geht's zum Hammerclan. Das ist ja auch nicht ganz richtig. Was ist hier mit dem Licht los? Das hatte ich ja noch nie. Was wird denn hier nicht gerendert? Ne? Ich glaube, hier habe ich gerade ein paar Lichtprobleme. Das hatte ich aber bisher noch nicht. Konnte gerade irgendwas nicht geladen werden? Ja, ich glaube, an der Stelle kann das gerade mit dem Licht nicht so arbeiten. Da hoch? Ich weiß, es war so ganz komisch hoch.
sag euch, wenn ich da jetzt nicht den einen Ahnstein für das eine Ahnengrab bekomme, was auch sonst wo ist, ich habe keine Ahnung. Sagt er mir vielleicht, beschreibt er mir vielleicht nochmal, wenn ich ganz viel Glück habe? Ich habe kein Glück, ne? Nicht bei solchen Dingen. Ah, okay, nee, hier ist ein Ahnengrab. Bitte lass es leer sein. Also leer im Sinne von Skelette und leer im Sinne von Sockelding da. Sieht so aus. Ich glaube, das ist hier. Ja. Und Sockel, jetzt ist jetzt hier wieder dieses Talent. Ah, ja, warte hier. Seitlich gucken. Das hatte ich, ja. Nee, macht er nicht. Hab ich das jetzt oder habe ich das jetzt nicht? Es wäre ja an, wenn es passen würde, aber er sagt halt nichts. Weil ich schon gesagt habe, hier ist eine Öffnung, da muss was rein. Also hier muss dann auf jeden Fall was rein. Ich habe aber einen Ahnenstein noch, aber ich glaube, das war der von diesem einen Schattenläufer, den ich da mal hatte. Ich habe einen. Erstmal habe ich ganz viel Steintafeln. Wieso kann ich das nicht lesen? Eine unleserliche alte Steintafel. Eine alte vermoderte Schriftrolle. Ach, okay, sorry, ich weiß, was es ist. Das ist doch noch aus der Wüste. Von den hier die einen Artefakte da. Suchen gedönt Sachen von der einen Stadt, die in Ruinen lag. Was haben wir die, hat mir Saturas ja gar nicht abgenommen. Upsi. Aber hier genau, Ahnenstein. Einen habe ich nämlich noch. Der ist auf jeden Fall nicht für hier. Und ich glaube, hier theoretisch kommt dann der Stein rein, den ich suche. Wo ich denke, den hat der eine Typ. Also hier, ne? Ich bin... Ich habe einen Plan, was ich heute mache. Auf jeden Fall. Ich glaube, das wird eine Podcast-Folge. Aber okay, dann habe ich aber schon mal... Hier bin ich. Ich werde mir das null merken. Da. Ich glaube, ich gehe mal da eine Etage höher. Hierfür brauche ich einen Ahnenstein. Aber wenn ich da direkt hochgehe, ist es dort? Ja, ich glaube... Ja, da oben ist eine Hütte. Ah, okay, ist gar nicht so weit voneinander entfernt. Die habe ich gesucht. Ich bin auch hier. Ich weiß doch, was ich mache. Radgar. Ich jetzt den Ahnenstein? Ich bin hier. Ich habe den Durchblick. Gib mir den Ahnenstein. Was hast du vor? Tja. Kurth schickt mich. Ich soll mir die Macht der Ahnen nehmen. Gut. Wenn er es sagt, aber lass ihn dir nicht klauen. Jetzt auf einmal geht's, ja? Genau, die Bahn habe ich gesucht. Für ihn hatte ich auch Peter einmal eine Aufgabe gemacht gehabt. Ja. Natürlich wusste ich, wie er heißt. Ich bin ja hier Profi. Ich merke mir Namen immer. Die kann ich besonders gut. Ich bringe auch niemals Namen durcheinander, das wisst ihr. Ich mache das mal ganz professionell. Ich habe gerade... wir haben die Schneesoundeffekte in der Höhle. Ich finde das ja richtig geil. Ich brauche gar nicht so viel Musik. Ich finde so andere Soundeffekte, so von der Umgebung, immer viel, viel cooler, aber mich haben gerade echt die Schneesoundeffekte hier in der Höhle irritiert. Ist mir bisher noch gar nicht aufgefallen. Passt. Jetzt kann ich den Ahnenstein benutzen. Jetzt habe ich noch einen Ahnenstein im Gepäck. Ich bin am Arsch, ne? Irgendwo gegenüber war, glaube ich, so ein Orklager. Dann so eine Höhle und da bei so einem Schattenläufer-Ding. Kein Plan, wo das hier ist. Also ich weiß, da wo ich gucken möchte, habe ich vor Augen, wie es dort aussieht. Aber ich habe keine Ahnung, in welche Richtung ich andersweise latschen muss. Erlege die Hirsche auf dem Plateau, bitte was?
Das muss ich, weil ich kann ich ja nicht Stollen kreuen, kann ich ja nicht machen wegen meiner Ausdauer. Wo ist denn? Weil das Grab ist, ist nur noch das. Das ist das letzte und davon habe ich den Ahnenstein. Ich habe das bloß nicht reingepackt. Ach du Kacke. Es gab hier überall irgendwelche Ork-Sachen. Ich glaube, das war irgendwo, da war ich für den Wolfsclan und Hammerclan unterwegs. Ich glaube. An einem Weg vielleicht. Ich würde mal vom Hammerclan aus losgehen. Das war, da hatte ich, glaube ich, irgendwas anderes gemacht. Dieses Minending oder so. Und dann kam mir das wieder unterwegs entgegen. So gefühlt. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas aufgeräumt. Ich gucke mich da mal kurz um und ansonsten würde ich da definitiv schneiden. Jetzt habe ich nicht geschnitten. Ich habe dann doch auf einmal gesehen, wo ich hin muss. Weil ich glaube, beim Herumirren wollt ihr mir nicht zuschauen. Also wie kann ich nun auch wieder nicht labern und erzählen, ja? Und ich rede. Schon eine Menge. So ist nicht. Ja, jetzt mal runter hier. Du. Genau, ich habe dieses Minen-Ding, glaube ich, gemacht gehabt. Dabei. Ich stürze mich einfach überall runter. Das ist gar kein Problem. Aber ich würde erst gerne das mit den Ahnensteinen machen und dann mache ich die anderen Sachen, die ich da machen muss. Das ist echt. Vielleicht Glück. Auf jeden Fall irgendwelche Wege lang gehen. Hier liegen auf jeden Fall viele Sachen rum. Ich glaube, ich muss in die andere Richtung. Ich glaube, nicht in der Verbindung zum Wolfsclan. Ich glaube, das war es jetzt nicht. Hier liegt auf jeden Fall einiges rum. Rote Wandfarbe. Ich doch erst, oder? Sieht halt alles gleich aus für mich. Ich schau mal, ob ich den Spot finde, den ich meine. Und wir sehen uns dort. Also, wie kann ich auch wieder nicht erzählen. Ich will auch keine 2-Stunden-Folge draus machen, ne? Ich habe probiert zu beschreiben, wenn ich nicht suche. Ich glaube, da, wo das mit dem Schattenläufer war. Ich glaube, das habe ich nicht eingesetzt. Und den Spot suche ich mal. Da war auch ein Orklager, ne, in der Nähe. Und wir sehen uns dann dort. Und so, ich bin bei diesem Orklager. Hier liegen auch noch alle schön rum. Was leuchtet da hinten so komisch rot? Ach so, okay. Hat nicht gerne Glut unter einem Kessel. Hat mich gerade richtig gewundert. Seit wann es komische leuchtende Blutsachen oder so gibt. Ist nicht. Genau, und hier war das Grab. Da mit dem Blut und da in der Höhle war ich ja an dem Schattenläufer vernichtet. Das hat hier aber erst gemacht, nachdem hier dieser Endlosborn war. Ja, ich erinnere mich. 10 Jahre später. Hier oben. Nicht da. Das war dann gewesen, als ich was anderes gemacht habe. Aber das war das Ding, ne, mit dem Schattenläufer, wo ich das danach nicht reingepackt habe. Ich musste es nun, ich wusste nicht mehr, wo auf der Karte. Aber ja, ich wusste das Ding Schattenläufer-Gedöns. Passt. Jetzt habe ich alle, ne? Ja. Jetzt müssen wir alle haben. Und kann zu dem Kerf, ne, zu dem Typen zurück. Die macht er an, ja. Die sollten mal bitte mal hinschreiben. Der war vom Feuerclan? Ah ja, ja, stimmt, doch, ja. Ich wollte, habe gerade das, die Kulisse? Die Kulisse mit dem Kloster durcheinander gebracht. Deshalb war ich gerade etwas verwirrt. Weil ich als letztes richtig im Kloster war, ne? Ich bringe hier alles durcheinander. Gegen zu ihm sagen wir haben die Macht der Ahnen geklärt.
Und erledigt, was seine 5 Leute nicht hinbekommen haben. Und danach kann ich zu dem Droiden wegen diesem Wolfsgedöns und dann können wir, glaube ich, raus. Also die anderen Sachen machen. So, wegen der Ahnen. Wegen der Ahnen? Ja. Ja, okay, ich hätte immer einzeln zu ihm gehen können. Kann ich nicht sagen, hat alles erledigt? Ich habe die Macht von Akasha. Gut. Was ist mit den anderen Gräbern? Ist doch ein Klacks für mich. Ich habe die Macht von Einar. Gut. Was ist mit den anderen Gräbern? Eine Frage. Ich habe die Macht von Snorre. Gut. Was ist mit den anderen Gräbern? Sagt er jetzt 5-mal das Gleiche? Weil, als wir in der Mühwüste waren und ich da auch irgendwas so viel machen musste und sowas, wurde der Satz immer ein bisschen abgeändert. Ich glaube, als ich die Wassermarke erledigt hatte. Ich habe die Macht von Baldar. Gut. Was ist mit den anderen Gräbern? Also das war... Ich habe die Macht von Angier. Gut. Was ist mit den anderen Gräbern? Das ging gerade automatisch. Ich bin fertig. Hä? Angier ging gerade automatisch. Aber da kam nichts mit erfüllt. Die macht er an. Ich habe einen Ahnengrab noch nicht, ne? Mir fehlt eins. Hat er mir gesagt, wie viel? Er hat doch gesagt 5, oder? Die Ork-Töter können ja mehr darüber erzählen. Hat er nicht damals gesagt, ich habe 5 Typen losgeschickt? Ach, wartet, ich habe doch noch die Karte. Dann gucke ich doch, aber waren das nicht 5? Habe ich das falsch im Kopf? Ich habe das sowas von falsch im Kopf, ne? Nein. Ach, hätte ich ja auch mal gucken können. Ja, warte mal, was fehlt denn mir? Da war ich. Sechs sind das. Okay, wartet. Einer lebt da ja noch. 6. Ja. Das ja. Da unten auch. Weiß nicht. Da war ich nämlich gerade eben. Das waren die anderen beiden unten. Ich würde das eine so beim Kloster, kommt mir gerade ein bisschen kryptisch vor. Aber das hatte ich ja auch gemacht, als ich unterwegs war. Aber habe ich so ein Gefühl. Beim die Stelle kommt mir gerade. Das sieht so aus, als wäre das direkt irgendwie bei dem Kloster. Da würde ich mal gucken. Weil das kommt mir ein bisschen komisch vor. Also ich, weil hier war ich gerade, da unten die auch. Und ich glaube, die anderen... Hier beim Kloster wird es mich jetzt irritieren. Aber... Gehen wir mal zum, beim Kloster gucken. Bin ich da so schnell dran vorbeigerannt? Ach du Kacke. Ich dachte, es wären nur 5. Ich habe nicht richtig gezählt. Ich habe die Kreuzchen nicht gezählt. Schande. Gut. Das ist ja gar kein Problem. Suchen wir mal. Ich muss eigentlich mal auf der Karte ein bisschen nach Anhaltspunkten schauen, wo ich hinlatschen muss. Und dann ist aber auch die Frage wegen dem Ahnenstein, ne? Ich würde jetzt auch einfach hier runterstürzen und gucken, aber dann sterbe ich. Hätte ich mal vorgeguckt, ne? So. Ich glaube, hier so oft optisch betrachtet wäre das erst. Da gibt es eine Straße? Stimmt das überein, mein Marker, wo ich bin, eigentlich mal so? Frage nebenbei.
Oh, ich sehe auf der Karte auch den... Krass. Muss ich ja gar nicht. Ich wollte das jetzt so rüber machen und sagen, ah, da ist ein Weg, wenn ich von dem einen Krab, weil ich da gerade eben war, da lang gehe, dann finde ich das. Aber ich sehe ja den Marker. Nee. Auf jeden Fall hier unten irgendwo. Weil daran kann ich mich jetzt irgendwie nicht erinnern, dass ich in der Nähe vom Kloster sowas hatte. Such die Straße. Es sieht so aus, als wäre es direkt an der Straße. Ich glaube, die ist vielleicht hier unten. Ja, das ist auf jeden Fall... Überlebe ich das? Ich habe mich nicht mehr abgerollt. Das habe ich gerade irgendwie anders überlebt. Und so mal so ein Grab ausheben. Das macht man nämlich auch. Hier bin ich aber lang. Hier ist alles... Das ist alles tot. Frage ist nur, in welche Richtung. Da lang. Ich wollte nämlich gerade sagen, Süden. Ich bin auf der falschen Straße. Ist gar nicht eingezeichnet. Aber da weiß ich auch, was ich hier mache. Ne? Ich muss hier einmal ums Eck. Sag mir jetzt bin ich eine Etage zu weit unten. Ist es nicht? Bin ich da einmal um den Berg rumlatschen? Oh Gott. Und dann Richtung Süden. Ich habe da einen Kompass im Game, den ihr nicht seht. Manchmal benutze ich den. Ganz, ganz schwachen Tagen. Wenn ich mir denke, ach jo, warum jetzt nicht? Die Orks sind hier alle erledigt. Ah! Aber, warte mal, hier ist Dingsdebumste gewesen. Aber wie komme ich zu dem Weg? Ich muss ja da dran vorbei. Weil hier ist ja das der eine jetzt gewesen. So, da ist ein Weg, okay. Hat sich geklärt. War so nah beieinander? Das eine hatte ich gemacht und das andere nicht? Oh shit, na. Hier liegt doch alles rum. Aber hier ist alles tot. Aber habe ich das dann eingesammelt? Wenn es Orks sind, kann es so ein Schamane dabei gehabt haben. Ich speichere mal nicht, dass mir gleich noch was entgegenkommt. Beziehungsweise die spawnen ja, wenn ich das dann irgendwie erledigt hatte, ne? Auf jeden Fall sind die... Matsche. Ich gehe mal in die andere Richtung. Ich wollte nur schauen, also hier sind keine Orks. Da geht es halt nochmal ein Stückchen weiter. Aber ich war hier mit dem einen Dude unterwegs, ne? Da habe ich nämlich mal kurz einen Abstecher gemacht. Ich erinnere mich... Da war was. Und das niemals, ne? Wieso habe ich die ganzen Herzen von den Eisgolems nicht mitgenommen? Das ist das nächste Ding. Was ist das denn? Hä? Was habe ich hier bitte schön gemacht? Bin echt irritiert. Wie um alles in der Welt soll hier ein Weg sein? Da oben lang? Da geht ja irgendwie, das stimmt nicht so ganz mit den Wegen. Was greift mich denn jetzt an? Oh, die Wolbisons. Ich habe euch nichts getan. Da kommt ein Ogre. Thank you.
Also ich war hier noch nicht, glaube ich. Also das steht da. Ich habe keine Ahnung. In der Wand ist ein Uga. Keine Ahnung. Ja, das ist eine Brücke. What? Also wenn ich nachher so ein Dauer unendlich Spawn-Ding von Skeletten habe, dann war ich auf jeden Fall nicht in diesem Ahnengrab. Wenn ich gerade verzweifelt probiere, mit einer Karte dahin zu laufen. Das geht wenig. Also das geht mehr schief als andere Sachen hier. Mich nicht dran erinnern. An sowas hier mit Nebel hätte ich mich doch erinnert. Das sind auch noch Orks. Hier war ich nicht. An tanzende Orks in einem Steinkreis erinnere ich mich ja wohl. Gerade so. Aber nur minimal erinnere ich mich daran. Also hier war ich halt wirklich nicht. Ich tut mir leid, ich wollte die Party nicht stören, aber lad mich nächstes Mal mit ein, dann hast du weniger Probleme. Bug Arash, da ist er auch gleich ein Dämon? Soll ich mal einen Dämon holen? Willst du mal einen Dämon sehen? Okay, ich höre auf damit. Ur-Arash. Will ich gleich Kontext dazu? Du Lump. Naja, ich bin Mora, ich weiß. Ich bin aber lieber ein Lump. Ich glaube, der hat gerade ein paar Probleme. Ich habe richtig krass die Party gestört. Das wollte ich natürlich nicht. Oha. Ich glaube, kann ich nicht gucken, wer das ist? Schamanenstab. Muss mal gucken, wer den Stein dabei hat. Also da hinten ging es ja dann weiter in der Höhle. Ahnenstein. Der lag hier gerade im Blut. Ich habe ihn anvisiert jetzt doch. Okay. Ja, das fand ich jetzt cool. Der Schamane und der Dämon. War jetzt was anderes. Das hat mir gerade ein kleines bisschen mehr gefallen. Gut, machen wir den Endlosspawn der Skelette. Ich brauche die Punkte. Entschuldigung. Da, 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 da. Ich hätte mir mal was beschwören können. Ich kann halt nur eine Sache beschwören. Ich habe das ganz gern, wenn man mehrere Sachen beschwören kann. Da fühle ich mich irgendwie wie Mama Armee, ne? Wie es sich gehört.
Wo läufst du denn hin? Was macht der? Braucht der extra Schritte? Das Skelettchen hier? Oder wie darf ich das jetzt verstehen? Die extra Schritte sind wichtig. So. Aus Versehen, ein Orkschwertlein vergessen. Warte mal, irgendwas ist komisch. Warum verbrauche ich denn keinen Mana? So viel Mana besitze ich nun auch wieder nicht. Wie ich denn das jetzt hinbekommen? Ich muss gleich mal mein Gate neu starten. Wieso verbrauche ich denn keinen Mana? Sehr komisch. Ist mir jetzt gerade das aufgefallen. Hat mich nämlich gewundert, wie viel Feuerbälle ich abfeuern kann. Wir sehen uns gleich wieder. Ich starte mal kurz mein Game neu und guck mal, was los ist. Okay, geht wieder. Also ich habe ja gar kein Problem mit unendlich Mana oder so. Erik! Da haben wir doch den, den wir brauchen. Ich habe kurz erst gedacht, das hat was mit dem Dämon hier zu tun, aber das war nur, Verwandtschaft des Schamanen. Unser Dude, den wir brauchen, heißt Erik. Also der Ahne hier, ne? Die Mumie hat auf jeden Fall den Namen. Ich habe mir den Ahnenschild jetzt nicht angeschaut gehabt, ne? Da hat ja auch nur einer gefehlt. Ist hier noch jemand? Da gehen noch ein paar Skelette. Sicher. Schon, ist doch sonst langweilig. Ich brauche die Punkte. Alle. Kann ich jetzt auch mal einen Mana-Tränk trinken. Ich hätte vielleicht das hier noch fertig machen sollen, ohne da, oder dass es mir auffällt, dass ich keine Mana verbrauche. Warum habe ich noch immer keinen Dämon gerufen? Upsi. Einfach nur, damit ich nicht allein bin. Ich fände es cool, wenn er fliegt. Oder wenn er mal ein anstatt nur zu stehen. Ich weiß nicht. Er hat Flügelchen. Ich finde, er könnte fliegen. Ah ja, okay. Macht er auch, ne? Wenn er mir folgt, fliegt er. Ja, okay. Wenn er mir. Sonst ist ja auch verständlich. Er wird ja ein bisschen anstrengend. Auf Dauer. Hier ist jemand dran vorbeigekommen, Bodyguard. Okay, mein Dämonchen ist jetzt nicht so... nicht perfekt geeignet. Das Bodyguard empfehle ich ihn jetzt mal nicht unbedingt weiter. Da kommt ja jeder dran vorbei. Man kann einfach ganz gechillt vorbeilatschen. Naja... Wieso waren hier hinten noch so viele? Wo ist mein Dämon? Ist der schon tot? Ging das schnell dann. Das hat echt schon... Der muss ja irgendwo rumliegen. Ich habe diesmal nicht 50 nacheinander beschworen, um mich dann zu wundern. Ja, der liegt hier tot. Ups. Okay.
Ja, 3 hat er gemacht oder so. Wenigstens abgebrochen. Ein bisschen abgebrochen. Wird es nicht nach und nach immer besser werden? Okay, ein Erzmoling wäre drin. Vom Inhalt her fühlt sich für mich alles gleich an. Sachen erstmal hier oben einsammeln und dann probieren hier den Sockel. Man muss seitlich gucken, guckt nicht frontal drauf. Dort kann man etwas hineinstecken. Weil dann sieht man auch, wo man was hineinstecken kann. Geht doch. So, jetzt aber bin ich durch hier. Vielleicht hätte ich vorher auf die Karte gucken sollen, ja? Wäre zu leicht, ne? Ich beschäftige mich doch lieber die ganze Zeit mit den Ahnengräbern, um hier ja nicht auf den Punkt zu kommen. Ich will in Wirklichkeit gar nicht Nordmar verlassen, ne? Daran liegt's. Ich will am liebsten hier bleiben. So. Wegen der Ahnen. Sind wir fertig? Ich habe die Macht von Berek. Gut. Was ist mit den anderen Gräbern? Ich habe die Macht aller Ahnen. Gut. Ich wusste, dass du der Richtige bist. Mhm. Jetzt beende deine Aufgabe. Aufgabe? Hä? Vertreibe die Orks aus Nordmar. Zerstöre die großen Lager der Orks und töte ihre Anführer. Habe ich das nicht schon? Stelle sicher, dass kein Ork es jemals wagt, Nordmar zu besetzen. Befreie Nordmar. Aber ich hatte doch schon relativ viele Questerfolge gehabt. Ich weiß ja nicht, wie viel Orklager das gibt. Aber ich hatte da einiges. Mal alle. Und dann gucke ich mir mal die blauen an. Das war eine allgemeine Aufgabe. Töte den König. Gut. Blau. Das war ja Nordmar-Sachen. Da kam nämlich die ganze Zeit Questerfolg, immer wenn ich diese Anführer erledigt hatte. Orklager ausgelöscht. 1, 2, 3, 4. Ich weiß nicht, wie viel sind. Auf jeden Fall 4-mal hätte ich das. Orks töten, das war was anderes. Wahrscheinlich gibt es mehrere Orklager. Also 4 hätte ich halt. Auf da schon. Töte den Boss des Tals? Aber das ist auch irgendwas gewesen. Ich weiß, dass bei manchen Orklagern das halt kam. Also wenn mir nochmal Orks über den Weg laufen, erledige ich die? Also mir wird wahrscheinlich irgendwie so ein Orklager noch fehlen. Also ich hatte da, Entschuldigung, ab und zu so ein paar Questerfolge gehabt, aber ja, gut. Finde ich unterwegs. Ich würde jetzt noch diesen Druidenstein vom weißen Hetzer da, von dem Wolf, zum Hammerclan bringen. Ich glaube, beim Hammerclan war der Druide Wodgier oder so, ne? Den Namen merke ich mir auf einmal. Weiß nicht, ob der hier saß. Da haben wir ein mächtiges Problem. Oder ob er beim Wolfsclan war. Ein von den beiden, aber ich glaube beim Wolfsclan. Der saß rechts in so einer Ecke. Ich weiß auch nur, wo er ungefähr saß. Nee. Mal weiter unten. Ich glaube Wolfsclan. Der hat auf jeden Fall keinen Bock auf die anderen gehabt. Und saß abseits bei seiner Hütte. Das hat man direkt gesehen. War mir direkt sympathisch, sage ich euch. Direkt. Nee, Wolfsclan.
Einige Probleme erledigen sich von selbst. Und ich sag euch, gleich war der hier und ich habe einfach nicht ordentlich geguckt. Hält mich doch. Und es kommt noch schlimmer. Und es kommt noch schlimmer. Furchtbar, ne? Kommt es noch schlimmer? Ich finde das hier gar nicht. Da ist er. Ist ja auch klar, weil das ist der Wolf. Oh Gott. Der hat mir eine Story erzählt. Und ich, wir haben ja das Gestalt von einem Wolf. Ja, ja. So. Der Hetzer ist tot. Ich weiß. Ich habe es gespürt, als er starb. Ja. Bekomme ich jetzt den Stein? Ja. Er soll dir gehören. Halte ihn in Ehren. Was ist mit dir? Ich werde jetzt gehen und sterben. Mhm. Meine Hütte gehört dir. Ich brauche sie nicht mehr. Also wenn ich das jetzt sagen würde, dann würde ich nicht einfach gehen können, glaube ich. Sagen wir es so. So dürfte man es jetzt nicht äußern als reale Person. Das sind nämlich dann mehr Probleme, ne? Also den Stein kann ich jetzt dem einen Typen geben im Kloster. Ich weiß auch, was ich machen muss. Ist das dein Ernst? Nee, ist nicht mein Ernst. Eiswolffälle zum Wolfsclan? Ach ja, stimmt, weil ich den einen Typen da gesprochen hatte. Warte, das mache ich noch schnell. Rune. Der Proviantmeister war da hinten irgendwo in der Ecke. Für den hatte ich doch auch Sachen gemacht. Und trotzdem kriegt er. Spiel ich hier noch den Lieferjungen, ja? Glaub's ja. Da. Ich bring dir ein paar Jahre später noch ein paar Fälle vorbei. Ich habe hier Fälle von Hansson. Ah, die Eiswolffälle. Ich habe schon darauf gewartet. Mhm. Warte. Ich habe hier was für dich. Ich habe ein paar Heiltränke und ein paar Mana-Tränke. Wir haben sie beim Kloster eingetauscht. Ich will Mana-Tränke. Gut. Mana. Die liegen hier schon ewig rum. Bei uns braucht die keiner. Dann hättest du mir auch mehr als 5 geben können. Wie hier die verstaubten Trinkleins. Ich glaub's ja. So, und den jetzt aber. Ich weiß nicht, was hier mit Hirsche ist. Das habe ich vorher irgendwie gar nicht gesehen oder wahrgenommen. Irgendwie ist ja auch manchmal ein komischer Sound. Ich weiß nicht, ob mein Headset kaputt ist oder ob das ein Game ist. Ganz komisch, aber ich glaube, weil mein Headset da ein kleines Problemchen manchmal hat. Ich find das ja nie. Ja, erledige die Hirsche? Ach, das hat er mir gegeben. Das war bei ihm ja. Warum habe ich das nicht gleich gemacht? Das war auf dem Weg zu Xardas. Ja, gut. Wir machen jetzt erstmal, ich bringe jetzt noch zu den Truinstein weg. Passt. Kriege ich ja wohl hin. Theoretisch. Also ich brauche den jetzt auch nicht behalten. Wo bin ich? Ich habe gerade die Zeichen ein bisschen verwechselt. Upsi. Es kann ja mal passieren, Tempel und Kloster. Ja, ich meine ja nur. Dann hast du es aber auch erledigt. Ich schaffe hier doch ein paar Quests. Und mit den Orks, aber da muss ich halt nochmal durch Nordmar laufen. Vielleicht, wenn ich die einen Hirsch auf dem Plateau noch erledige. Weil ich, was mir halt auch immer fehlt. Von denen. Dann ist es auch befreit. Die Hirsche und das mit dem Stollenkrollen, ja. Ausdauerpunkte habe ich. Na doch. 30 würden mir fehlen. Ja, ich habe genug Lernpunkte, also ich könnte die da auch reinballern. Also ich würde das nur machen, um zu gucken, was die Reaktion ist. Und dafür muss sie gut sein, ja. Hier ist der Stein. Ja, endlich. Wie lange habe ich auf diesen Moment gewartet? Mhm. Jetzt wird alles gut. Hier, dieses alte Buch habe ich in der Bibliothek gefunden. Ich hoffe, es hilft dir weiter. Edans Buch? Was habe ich denn jetzt bekommen? Sehe kein Buch.
nicht. Hier. Unter magische Gegenstände. Altes Wissen plus 12. Altes Wissen, ne? Etwas über die Geschichte der alten Kultur. Dann holen wir uns das doch mal rein. Okay. Ja, wie gesagt, die anderen Sachen. Das stand jetzt nicht auf meinem Plan. Ich könnte jetzt aber, da Nordbar ist jetzt für mich erstmal erledigt. Sag mal, Ausdauertränke. Hab ich da noch was? Ich guck mir das ja nie an, was ich hier mache, ne? Maximales Mana erhöhen. Achso, und die anderen Sachen hatte ich jetzt genommen. Ich dachte, vielleicht habe ich gerade Glück und hätte noch ein Ausdauertränklein. Wir gucken mal, vielleicht kann ich unterwegs, wenn ich dran denke, vielleicht mal schauen bei ein paar Händlern. Oder sammle noch was ein, dann muss ich nicht ganz so viele Punkte ausgeben. Weil ich jetzt ja erstmal die Sachen mit den Feuerkelchen machen würde. Ne? Also ich habe das jetzt, die Angreber auf jeden Fall erledigt. Wieso habe ich ja irgendwie so viele Sachen auf? Ah ja, nö. Gott. Genau, die Feuerkirche. Und da war das von Treles und der eine Sklavin Monterra. Und Treles ist noch eine Aufgabe. Die hatte ich hier drin gefunden gehabt. Bin ich jetzt komplett Banane. Das ist doch das hier. Treles. Ja. Gut. Oder auch nicht. Ach nee, weil es hier oben steht, das göttliche Artefakt von Treles. Ich wollte gerade sagen, hä? Irgendwo stand da doch nochmal so eine Info zu, weil ich die bekommen habe. Genau. Das heißt, beim nächsten Mal für zwei Feuerkelche werde ich ja wohl nicht so lange brauchen. Ich garantiere für gar nichts. Und wahrscheinlich, weil ich ja dann wieder im Mittelland bin, werde ich eventuell, wenn ich da eh gerade in so einer Stadt bin, die ein bisschen sauber machen. Bin mir noch nicht ganz so sicher. Ach, und zu Zoom müsste ich eigentlich wegen dem, was Xardas plant. Aber ich weiß auch eigentlich noch gar nicht genau, was Xardas plant. Es ist aber was anderes. Ja, okay, gut. Also beim nächsten Mal Feuerkirche und Mittelland. Nordmal bin ich erstmal durch, bis auf die drei Aufgaben und wie noch ein, zwei, drei Orklager vielleicht. Mal herausfinden. Ja, aber eigentlich bin ich da schon echt ziemlich viel rumgestaxelt, glaube ich. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ich mache ja gar keine Pläne mehr. Ich hangel mich jetzt hier lang von dem, was Xardas möchte und dann mal gucken. Weil die anderen Aufgaben, die ich hier drin habe, sind halt Sachen, die ich nicht machen möchte, wegen den, es geht dann alles in Richtung, ich helfe den Orks und ich will den Orks nicht helfen, also ziemlich viel, glaube ich. Ja, und ein paar andere Sachen habe ich auch verkackt. Beispiel das mit dem Schiff. Egal, lassen wir das. Es war mir auf jeden Fall ein inneres Blumenpflücken. Nächstes Mal weniger Podcast, sondern hoffentlich Action, während ich die Feuerkirche bekomme.